Ahoi ihr Lieben, wir sind angekommen mit MS Europa auf den Lofoten. 80 Inseln insgesamt. Ja, und heute liegen wir hier in der Nähe der Stadt Leknes. 4,5 Kilometer ist sie noch entfernt. Ja, und wir sehen schon hier, was das Wetter angeht, boah, sehr überschaubar. Ihr seht auch, ich bin ja mittlerweile doch relativ warm angezogen, also mit Pullover und Jacke. Kein Frühstück für uns heute Morgen, ja, weil wir haben wirklich so viel gegessen im Laufe dieser Reise, dass ich schon gefühlt mindestens ein Kilo zugenommen habe, sodass wir dachten, so okay, nee, heute kein Frühstück. Also ja, dafür geht es auf den Ausflug. Angeln auf den Lofoten hieß das. Kostet etwas über 100 Euro, 3 Stunden. Und ich habe mich gefragt, ja, also ich habe es jetzt erstmal gebucht, aber mich gar nicht gefragt, was wird da eigentlich passieren? Ich meine, wir setzen uns ja nicht einfach nur irgendwie an die Küste und halten die Angel ins Wasser oder so. Also ob wir angeln oder geangelt wird oder. Fragen über Fragen, die werden wir jetzt klären. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber das ist hier einfach typisch. Es ist so, hier ist es ruhig, draußen kann es ein bisschen Wellen haben, aber nur ein bisschen. Nicht so richtig eine Vorstellung, was uns da erwartet, aber was passierte. Wir haben dann erstmal einen Fischer von hier getroffen mit einem Fischerboot. Ja, und dann sind wir ganz einfach mal losgefahren. Es war dann mit Drehen immer nicht ganz so einfach, weil das Wetter war jetzt irgendwie nicht so richtig toll. Es war irgendwie mit Sprühregen und überhaupt und so. Oh, ja, ihr seht es schon, ich bin auch jetzt hier richtig auch angezogen hier. Ja, und dann haben wir angefangen zu angeln. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da wirklich was fangen und dass da das Erfolgserlebnis dann so groß ist. Aber ja, es war dann relativ schnell so, dass wir dann alle was gefangen haben. Also wir waren irgendwie nur 5 oder 6 Leute. Und ich selber habe 3 Fische gefangen. Also das war dann so Kabeljau bzw. Köhler, also Seelachs. Ja, und also total irre. Also jetzt muss man sagen, das war ein so tolles Erlebnis. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, so bei Ausflügen, ja, dass man da sehr viel mit sehr touristischen Sachen zu tun hat, ne? Wo du da mit 50, 60 Leuten versuchst, irgendwas zu machen. Ja, und das ist nun hier tatsächlich was ganz anderes gewesen. Ja, dass man da irgendwie in einer kleinen Gruppe ist. Und also das war schon, muss man sagen, richtig, richtig gut. Das relativiert dann halt dann auch wieder den Preis so ein bisschen, ne? Wenn man davor denkt, so, naja, 100, 105 Euro oder was, vielleicht ein bisschen viel. Aber nee, das ist da wirklich schon angemessen. Ja? Also wenn ich so kleine Gruppen habe, ja, also ja, das ist schon eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, wettermäßig so richtig toll, habe ich schon gesagt, ist es nicht. Wir laufen auch, glaube ich, in Kürze auch schon bald wieder aus und es geht weiter Richtung hohem Norden. Aber jetzt gehen wir erstmal was essen. Erste Mahlzeit heute, muss jetzt auch mal sein. Der Fisch ist noch nicht dabei tatsächlich, aber der soll auch an Bord geholt werden. Also die 10 Fische, die wir gefangen haben, und die sollen dann auch zubereitet werden. Also gucken wir mal, ob wir die heute auch noch zu probieren bekommen. Was nun das Mittagessen angeht, dachte ich, Mensch, wir könnten ja heute hier mal was beim Roomservice bestellen. Natürlich kostenlos rund um die Uhr. Caesar Salad, Beef Tartar, Antipasti, Rinderkonsomme, Club Sandwich, Mozzarella Sandwich und. Frankfurter Würstchen, Filetsteak vom Rind, Wiener Schnitzel, Käse, Obst, rote Grütze und Eis. Also da gibt es wirklich einiges. Also werde ich gleich mal anrufen. Und einmal die rote Grütze. Jawohl. Da schicke ich ihn nach oben. Super, danke. Gerne. Tschüss. Wieder. So, jetzt ist alles da. Und ja, ist jetzt gar nicht alles für mich, aber hier schon mal, hiermit geht es schon mal los. Das hier ist das Beef Tartar. Das sieht doch schon mal fantastisch aus. Ich muss jetzt sagen, von der Größe war das aber so, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da jetzt wirklich drei Gänge bestellen sollte von diesen Roomservice-Sachen. Wahrscheinlich ist das so portioniert, dass man immer nur eine Sache essen soll, aber weil das war schon eine ganze Menge gerade. Na gut, gucken wir mal jetzt auf den zweiten Gang. Ich hätte auch gerne das Schnitzel genommen, das habe ich gestern genommen, als ich nicht gevloggt habe. Aber heute hier, guck mal, schönes Club-Sandwich mit Salat, Beilage und Chips. Also Club-Sandwich mit Spiegelei, mit Huhn und. So, als Bestandteil meines Diätprogramms quasi heute Mittag dachte ich, Mensch, ich nehme mal nichts Süßes, ich nehme jetzt mal hier Käse. Ja, da sieht man schon auch das relativ viel, den werde ich, glaube ich, gar nicht aufessen können. Aber guck mal, das ist nicht für mich, aber das sieht toll aus hier, oder? Guck mal, rote Grütze mit frischen Früchten drauf. Nur etwas merkwürdig ist es, also wenn man mal darauf achtet, hier überall an Bord gibt es diese Stange. Also ich glaube, auf jeder Reise werden Tausende dieser Stangen verbraucht. Ja, das ist also auffällig. Und guck mal, hier auch die schöne Vanillesoße, die sieht auch richtig toll aus mit richtiger Vanille. Aber wie gesagt, für mich hier halt nur der Käse. Aber warum nicht?
Was ich heute noch gar nicht hatte, ist ein Kaffee oder vielmehr ein Espresso. Und da ist das hier ganz praktisch, ne? Denn hier steht eine am Pooldeck eine Nespresso-Maschine. So, und da kann ich mir dann eben meinen Ristretto zum Beispiel selber machen. Im Reisepreis enthalten natürlich auch. Oh, jetzt habe ich ihn zu weit reingesteckt, jetzt ist er weg. Ach, herrje. Das ist mir schon mal passiert. Also man muss den irgendwie ganz einfach dann nur so, rup, nee, das auch nicht, so reinfallen lassen, jawohl. Und dann kann es losgehen. Wenn man hier da mal guckt, natürlich alles bestes Markenporzellan, in diesem Fall hier von Dibban sogar hier. Wow, mit einer Exklusivserie hier für das Schiff. Wenn es dann wieder auf die Kabine geht, was auch nochmal ganz interessant ist, ja, was man hier sehen kann, guck mal, hier sind dann immer solche Vitrinen. Und das ist jetzt gar nicht so Kunst, die hier bleiben soll, möglicherweise so. Nein, da steht auch ein Preis dran hier, guck mal, 9.300 Euro. Also wer noch Platz hat im Gepäck hier für diese Vase, der kann die nicht einfach mitnehmen, sondern einfach dann erwerben. Und wie war dann das Programm am Nachmittag auf der Europa? Und zwar war ich dann beim Workshop Brennen von Gin. Sowas gibt es hier tatsächlich auch, in diesem Fall mit Birgitta Schulze van Loon, die bekannt ist mit ihren piekfeinen Bränden aus Bremen. Ja, das war eine extrem spannende Geschichte, ja, sowas mal selber zu machen. Überhaupt ganz bemerkenswert, ja, dass man das überhaupt auf so einem Schiff machen kann. Ja, also sie hatte da ihre Brenner mitgebracht. Ja, und ja, dann haben wir das Ganze mal ausprobiert. Hat auch tatsächlich dann wirklich gut geschmeckt. Ja. Und das ist eben so, dass solche Dinge gibt es dann ja, hier auf dem Schiff auch tatsächlich im Reisepreis enthalten. Ne? Das ist jetzt nichts, wo irgendwie ein Aufpreis anfällt oder so. Ja. Aber das ist gut, klar, wir sind halt im Luxussegment unterwegs. Ne? Da ist das jetzt nichts, wo die Reederei jetzt irgendwie noch Geld mitverdienen will. Also ja, das war wirklich eine spannende Geschichte. Und ja, wir haben dann jetzt auch so ein kleines Fläschchen mit Gin bekommen, den wir dann mit nach Hause nehmen können. Also wirklich, hat mir super gefallen, aber das war jetzt auch wirklich so begrenzt, jetzt so auf 12 Teilnehmer so, ja, aber wirklich richtig, richtig gut. Ja, und dann ein Highlight überhaupt, wir sind nämlich gewesen im Trollfjord. Der Trollfjord ist relativ klein, sodass da die meisten Schiffe gar nicht reinfahren können, da gehen wirklich nur kleine Schiffe rein, Hurtigruten zum Beispiel oder aber die MS Europa. So, da sind wir reingefahren und dann wieder rausgefahren. So, weil nun dieser Fjord so schön ist, hat man hier das Vorschiff nun aufgemacht, wo hier nun eigentlich ja, nur technische Mitarbeiter rauf dürfen. Also das ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Moment. Wow, dass man hier einfach mal hin kann, ne? Ja, da sieht man, es ist halt alles extrem individuell so, ne? Also da kann der Kapitän eben auch mal sagen, ja, nee, machen wir mal. Weil jetzt eben auch nicht 10.000 Leute hier an Bord sind oder 5.000, sondern eben nur 380 Gäste. Ach. Während wir noch durch den Fjord gefahren sind, gab es dann für mich nochmal hier eine Waffel. Kir Royal Waffel des Tages. Ich konnte nicht widerstehen, aber ihr seht, es ist nur eine halbe. Das geht, oder? Ja, und heute Abend jetzt noch das Köche-Dinner kommt gleich. Da stellt also jeder Koch stellt seinen, oder einige von den Köchen stellen ihre Lieblingsgerichte vor. Und ja, da gibt es dann mal wieder was zu essen. Gab ja heute noch nicht so viel, ne? Und das ist es gewesen, das Essen. Und zwar gab es einmal als Amuse-Bouche einen gebackenen Pfirsich mit Ziegenkäse. Ja, und dann passierte etwas relativ Ungewöhnliches, denn es wurde unsere Vorspeise vergessen und ich habe es gar nicht gemerkt, denn es kam dann schon die Vorsuppe, nämlich Consommé vom Dammwild. Ja, die ist sehr gut gewesen. Ja, dann das Highlight für mich war wirklich das Risotto. Und zwar mit Champagner, Schalottenmarmelade, Trüffel und Parma-Schinken-Chips. Das war richtig toll. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so ein gutes Risotto gegessen habe. Dann gab es ein Ananas-Sorbet und dann gab es Tranchen vom Rinderfilet mit frischen Pilzen, Lecho-Erbsen-Gemüse, Herzogin-Kartoffel und Gänseleberschaum. Das war auch ein
ausgesprochen gutes Hauptgericht, ja. Und dann zum Nachtisch gab es eine Kombination aus Kirsch-Karamell-Schokolade, so nannte sich das. Also ein Kuchen mit Karamellgelee und Kirscheiscreme. Ja, das war das Dinner, wo also die ganzen Köche ihre Lieblingsgerichte gekocht haben und die Köche haben sich dann auch noch mal vorgestellt. Küchenbrigade, die Tag für Tag, manche 5 bis 9 Monate am Stück, einen Top- bzw. Weltklasse-Job machen. Vielen Dank. Und danach ging sie in die Europa-Lounge zum Duo Graceland, die haben wir ja schon mal gesehen, mit Musik von Simon & Garfunkel und auch wieder richtig gut. War er ein ereignisreicher Tag auf MS Europa und er geht wirklich zu Ende mit einem unglaublich schönen Sonnenuntergang. Ja, ihr könnt es ja noch sehen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt mal auf den Link und gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ja, eine Folge kommt noch von diesen Vlogs und da sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.